Moin Leute und willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu Daily Vlog Nummer 43. Eine coole Zahl. Bin ich ganz drauf, ist mein Koffer abgeschnitten? Okay. Meine Familie ist gerade zu Besuch und hinter der Kamera ist mein kleiner Bruder. Guck mal blöd. Danke, passt schon. Wir machen heute ein paar Vorbereitungen für den Urlaub. Morgen Abend werde ich nämlich sehr, sehr weit wegfliegen mit Moritz und der Gang. Ja, das, keine Ahnung. Und da wollte ich jetzt noch ein paar Sachen kaufen. Ich wollte mir vielleicht ein neues Objektiv für diese Kamera holen, um noch mehr sexy Bilder zu machen. Und eventuell wollte ich mir noch neue Schuhe holen und so weiter. Mein Bruder, willst du auch noch irgendwas shoppen? Keine Ahnung. Mal gucken. Übrigens trage ich hier gerade das erste Sample von meinem Merch. Das, so sieht das aus. Es wird noch ein bisschen abgeändert, die Farben werden noch gemacht und so weiter. Aber so wird das aussehen später. Also. Was ist da hinten drauf? Das werde ich noch nicht verraten. Das Ganze erzählt nämlich eine kleine Geschichte hier. Das werde ich nochmal in einem anderen Video thematisieren. Die meisten Merch werde ich sogar selber drucken. Also gibt's auch viel Content zu. Jetzt gehen wir erstmal in die Stadt. Auf nach in die... Jetzt gehen wir erst in die Innenstadt von Köln und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Let's go! Ziehst du jetzt meine Schuhe an, kleiner Schlingel? Als ob die dir schon passen. Die passen perfekt. Oh, hast du da jetzt ein Loch reingemacht? Das war auf gar keinen Fall ich, sondern das warst genau du. Ja, weil ich die auch gerade schon so ja, habe. Du blöd Mann. Später im Video werden wir noch dieses Paket hier auspacken. Ich bin da sehr gespannt, was da drin sein wird. Das hat Coca-Cola mir zugeschickt. Sehr nice. Okay, die Treppenstufen springen wir zusammen runter. Stopp, 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 stopp. Ich mach dann geil Übergang rein. Das wird richtig innovativ und gut. Drei, zwei. Nice. Hammer. Jetzt, warte, jetzt sind wir woanders, weißt du? Ja. Okay. So, ich wollte kurz hier nach einer Bauchtasche gucken. Müssen wir nicht landen? Was? Ach ja, wir müssen jetzt landen, ne? Stimmt, okay, 3, 2, 1. Super, das hat gut funktioniert. Okay, nice. Das ist ein richtig geiler Laden hier. Kann ich nur empfehlen. Karhart in Köln, beste Leben. Die sind ganz cool. Feier ich auf jeden Fall. Aber ich will was Kleineres. Sieht das nice aus? Wenn so für Reisen ist, glaube ich, ganz geil. Da kannst du so Reisepass und die ganzen Papiere und so rein. Mhm. Weiß ich, mache ich das so? Soll ich auf schwarz gehen oder lieber auf rot? Schwarz sieht man weniger. Mach mal rot. Würde nur einen Spaß kosten. Ja, zwangi, geht doch voll fit. Ist cooler? Ist auffälliger. Muss man ein bisschen mehr darauf achten, dass man es kombinieren kann. Zum Beispiel passt das farblich nicht so super gut. Ich feiere halt dieses Emblem. Das kommt ein bisschen mehr zur Geltung. Wir gucken mal. Leute, wir sind jetzt mal in dem Secondhand-Laden, wo ich gestern auch schon war. Tatsächlich ist das Hemd, was ich mir eigentlich holen wollte, wo viele von euch in den Kommentaren meinten, holt ihr das unbedingt. Das hat sich anscheinend schon einer von euch Schlingeln gekauft. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Hemd gefunden, mit Flammen drauf. Was sagst du? Cool. Ist cool oder sieht lächerlich aus? Das beides. Ist so ein schmaler Grad zwischen lächerlich und cool, ne? Was sagst du, ist das ein Vibe für den Urlaub oder eher nicht so? Ich glaube, wäre cool, aber muss nicht sein, aber wäre lustig. Müsste man halt immer waschen, das ist das Problem, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ja. Ach, schwer, ne? Kleiner Cut. Ja, echt? Ist ja auch nicht unterwegs gerade raus. Ja, geil. Cool. Cool, danke. Kein Thema. Ja, sehr gut. Hey. Cool, willst du noch was sagen für den Vlog? Ja, hi. Hi. Okay, das war gerade sehr nice. Das sieht heftig aus. Das ist eine kranke Jacke, Alter. Die ist schon geil. Ich finde die gut. Ich würde die mitnehmen an deiner Stelle. Aber trägst du die auch? Weil, also ich finde es heftig. Ich würde die definitiv tragen. Mit einem weißen T-Shirt wäre die Killer. Ich kaufe dir die, wenn du willst. Ja, wollen wir mal wiegen, was sie kostet. So, dann guck mal, was ist das für eine Farbe? Eine Farbe, ja, pink. Blau. Ja. Genau, pack rein. Und jetzt musst du auf den blauen Knopf drücken. Genau, und jetzt kostet die 32 Euro. Du willst sie nicht tragen? Oh, ich glaube, in den Kommentaren, alle würden sagen, Alter, kauf dir die Jacke, kauf dir die Jacke, kauf dir die Jacke. Ich weiß, aber ich würde die nie tragen. Doch, ich schenke dir die. Du hast ein bisschen zu viel gepumpt. So ist es mir ein bisschen zu eng. Ich habe auch ein XXL T-Shirt dran, deswegen. Nee. Ui, du Abstauber, Alter. Junge, es ist hell gerade, Alter. Ich muss ja auf 400 stellen. Also, wenn ich du wäre, dann würde ich mir jetzt die Jacke anziehen direkt. Im Schatten, ja. Das ist sehr unangenehm gerade hier. Ist wie in einem anderen Land gerade. Geil. Richtig geil. Oh, die sieht so heftig aus, Alter. Die ist Killer, ohne Witz. Muss man bescheuert aussehen, ne? Ja, immer. So ist das. Ehrenmann. Gleichfalls. Du, mein Lieber, das ist Köln. Alle nett hier. Alle nett hier. Wir gehen jetzt weiter. Wir wollten nämlich ein Objektiv kaufen. Wir sind schon voll vom Thema abgekommen, Alter. So, wir sind jetzt hier bei Foto Gregor. Hier habe ich die Kamera hier auch gekauft. Und hier koppen wir jetzt einfach mal ein neues Objektiv. Oder wir gucken uns auf jeden Fall mal um. Und neues Ladekabel brauche ich auch. Bist du hyped? Ich schon. Geht? Test, test. Das wäre jetzt das neue Bild. Guck mal. Ist schick, ne? Muss man sagen. Guck mal, wie unscharf der Hintergrund ist. Oh, nee, für unseren Urlaub eigentlich ganz gut. Ja, okay. Würde ich mitnehmen. So, haben wir spontan einfach mal das neue Objektiv gekauft. Ich bin so gespannt, wie das Bild ist, muss ich sagen. Jetzt wollte ich mir vielleicht noch Schuhe kaufen. Ihr seid gerade übrigens an meine Powerbank angeschlossen. So sieht das gerade aus. Ich habe mir gerade erstmal ein neues Akkugerät gekauft. Irgendwie habe ich meins verloren. In dem Schwimmbad, wo wir waren. Leute, sieht es so aus, wenn Leute wie viel aus den Outfit-Fährt-Videos drehen? Ich weiß es nicht genau. Das ist ja funny. Der hat eine Gucci-Hose an auf jeden Fall. Das könnte gut sein.
Oh damn. Oh shit. Nadja, willst du da rein? Hast du Bock? Nein. Kein Bock? Nicht so? Okay. Oh, du hast schon aber ganz viel Swag, Digga. Den letzten Abstecher gibt's jetzt nochmal zu Urban Outfitters. Mir gefällt das Objektiv mega gut. Schaut euch das an. Geil. So, ist es hier nur für Frauen eigentlich? Oh oh. Also man muss sagen, hier gibt es mal richtig geile Sachen, die ich feiere. Zum Beispiel hier Bart Simpson. Der hat ja auch was mit Off-White gemacht jetzt. Wahrscheinlich Bart, oder? Aber das Shirt ist der Shit. Schaut euch das an. Das ist Oldschool Disney. Yeah. Hang loose. Details sind auf jeden Fall am Start. Aber für sowas dann 40 Euro zu nehmen, obwohl das total dreckig ist. Hier ist schon ein bisschen frech von Urban Outfitters, das muss ich sagen. Generell die ganzen Hemden sind so 30 bis 40 Euro. Und für ein Secondhand-Hemd ist das schon frech. Muss man ehrlich sagen. Also, schwer. Das sieht auf jeden Fall nice aus, aber irgendwann reicht's dann auch, ne? Was man sagen muss, ist auf jeden Fall mal Props für die Musik hier. Das sieht gerade todesgeil, was läuft. Sheesh. Und es sieht heftig aus hier. Insgesamt cooler Laden, aber leider viel zu teuer. Schade. Aber das Objektiv ist doch sick. Guck mal, wie weitwinklig das ist. Ja. Crazy. Oh yeah. Leute. Was geht ab? Ey, nee, komm, ich hab verstaut rein. Guten Tag, hallo, was geht ab? Es ist fast 12 Uhr und wir packen jetzt ein Paket aus. Ich finde, das ist die perfekte Zeit dazu, oder nicht? Ja, genau. By the way, wie findet ihr das Objektiv? Ich finde es echt mega geil bis jetzt. Das Objektiv ist jetzt ein Sigma mit einer Blende von 1.4, 1,4, keine Ahnung. Und eine Festbrennweite 16 mm. Heißt, ich habe jetzt keinen Zoom mehr. Dafür hätte ich dann noch mein altes Objektiv. Das ist ganz klein, das kann ich mal mitnehmen. Und jetzt bin ich gut ausgestattet für den Urlaub, Alter. Soweit für das Paket von Cola. Coca-Cola. Ist auf jeden Fall nicht so leicht. Ich sag, das ist ein Auto. Ich sag, das ist die größte Cola-Dose der Welt, ich weiß nicht. Gut, fangen wir an. So ganz, ganz, ganz sexy. Ich zeig's euch zuerst. So. Ich sitze jetzt nur da oben im Bildschirm. Ein Kühlschrank? Oh shit. Was? Nice. Sieht ja mega cool aus. Das ist ja mal richtig lässig. So ein Mini-Kühlschrank. Wie viele Flaschen passen da rein? Oh, aber nur kleine Flaschen anscheinend. Gucken wir, warte mal. Nee, 330 Milliliter. Alles klar. Passen da 8 Flaschen rein. 8 Flaschen sind jetzt auf dem Foto drin. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Könnte man sich theoretisch neben das Bett oder so stellen, wenn man nicht aufstehen will. Das ist richtig nice. Oder vielleicht, ich brauche noch einen Nachttisch. Vielleicht nutze ich den auch als Nachttisch. Das wäre auch lässig. Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Coca-Cola. Wie ihr wisst, oben jetzt wieder Werbung markiert. Ich bekomme hier kein Geld für oder so. Die haben mir das nur zugeschickt. Was heißt nur? Also, es ist eine mega coole Aktion. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. So. Ah, Stufe vor. Ich hasse Stufe vor. Ich hol raus. Okay. Vorsichtig. Ja, sehr nice. So. Boah. Was? Oh. Wie geil. Also, nirgendwo ist irgendein Fenster oder so. Es sieht einfach nur aus wie eine riesige Cola-Dose. Nice. Kann man hier hoch. Man kann die sogar so tragen. Da kann man theoretisch das mit auf eine Party nehmen oder so. Oder mit irgendwie auf eine Wiese, wenn man irgendwie mal Basketball zocken geht oder so. Also hier kann man die laden. Hot und cold. Man kann da auch anscheinend warme Sachen drin lagern. Boom. Die Gebrauchsanweisung, hier sind die Kabel. Ja, mit Autostecker sogar ist dabei. Kann ich im Auto laden, das Teil. Zeit. Das heißt, wir haben im Auto jetzt kalte Getränke gemacht. Ja. Theoretisch hätte ich ein Auto, das ist natürlich mein Teil. Man kann das rausnehmen und dann große Literflaschen reinpacken. Meine Literflaschen würden vier sogar reinpassen. Vier Stück. Ja, auf vier Literflaschen. Hammergeil, echt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. So, das war's auf jeden Fall zu der riesen Cola-Dose. Die größte Cola-Dose der Welt. Könnte ich natürlich einen Titel schreiben, theoretisch, ne? Was ich an dieser Stelle nochmal loswerden wollte, vielen Dank für den ganzen Support. Ich bin momentan sehr, sehr glücklich. Es macht mir sehr viel Spaß, Videos zu machen. In letzter Zeit habe ich hier versucht, so ein bisschen ruhiger wieder zu schneiden, dass wir längere Videos bekommen. Viele haben mir immer gesagt, ey, mach mal längere Videos und so weiter. Wie gefällt's euch? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich. Kleiner Community-Time hier. Ne? Ne? Ach, apropos Merch. Ich habe gerade noch ein zweites Stück von meinem Merch an. Auch in schwarz, auch mit dem gleichen Design. Hinten drauf auch. Ich werde da nochmal mehrere Videos zu machen, das alles erklären, was die Geschichte dahinter ist. Aber an sich könnt ihr euch schon mal auch dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es ist wie gesagt noch nicht hundertprozentig fertig, es wird noch ein bisschen bearbeitet. Ich weiß noch nicht genau, ob die Flammen hier auf die Seite kommen oder auf die Innenseite. So Kleinigkeiten halt noch. Und die Farben wollen wir noch ein bisschen anders machen vielleicht. Morgen Abend geht's dann in den großen Urlaub. Ich bin echt mega gehypt. Ich habe jetzt heute zwei Videos aufgenommen und geschnitten, damit ihr auch jeden Tag ein Video natürlich habt. Wir werden sehr, sehr lange unterwegs sein. Also der erste Flug alleine geht 12 Stunden.
Und danach geht's auch weiter. Also viel weiter. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts zu verpassen, Leute. Daily Vlogs, ihr wisst Bescheid. Guckt bei ihm vorbei, das muss ich natürlich sagen. Was machst du noch so am Wochenende? Ich gehe auf die Comic-Con. Auch in nice. In Dortmund. Hey, geil. Das war's jetzt für diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Schaut bei ihm vorbei und ciao. Ciao.